Die Bender-Zwillinge sind wieder vereint. Defensivspieler Sven Bender verlässt Borussia Dortmund nach 8 Jahren und wechselt zu Bayer Leverkusen. Das gaben beide Clubs am Donnerstag bekannt. Bender wird in Leverkusen wieder an der Seite seines Zwillingsbruders Lars spielen, der beim Werksclub Kapitän ist. Nach bestandenem Medizincheck erhält er einen 4-Jahres-Vertrag. Die Ablöse soll 15 Millionen Euro betragen. Auch der Wechselpoker um Pierre-Emerick Aubameyang geht weiter. Der Bundesliga-Torschützenkönig wird vom AC Mailand weiterhin heiß begehrt. Laut Gazzetta dello Sport soll Milan dem BVB 60 Millionen Euro Ablöse und dem Gabuner ein Jahresgehalt von 7,5 Millionen Euro netto bieten. Bei einem Abgang des Stürmers bräuchte Borussia Dortmund einen neuen Torjäger. Angeblich hat der BVB deshalb nun ein Auge auf Olivier Giroud vom FC Arsenal geworfen. Das berichtet der englische Mirror. Um Emre Mor muss sich der BVB dagegen keine Sorgen machen. Nach einer enttäuschenden Debütsaison will das Offensivjuwel kämpfen. Ein Wechsel kommt nicht in Frage. Emre sei glücklich in Dortmund und wolle sich hier durchsetzen, sagte sein Berater bei Reviersport. Der wochenlange Poker um die Zukunft von Emil Forsberg ist beendet. Trotz seines Wechselwunsches bleibt der schwedische Nationalspieler bei Vizemeister RB Leipzig. Man werde kein Gespräch mehr mit Ralf Rangnick suchen, Leipzig lasse Emil im Sommer nicht gehen, sagte der Berater des Offensivstars der Bild.